Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Liebe Kochfangemeinde, wir kochen heute einen Hirschgulasch und ihr werdet sehen, das ist gar nicht so schwer, da muss man keine Angst vor haben. Dieses sind 2 Kilo Hirschfleisch, dies sind meine Gewürze, die ich nochmal in der Mühle mahlen werde, kennt ihr ja schon. Frischen Rosmarin, Zitronen, Thymian, Chili, dieses hier alles gehört zu einem Soßenansatz. Nur ich nehme noch Ingwer dazu und noch extra Knoblauch. Dies ist das übliche Suppengemüse. Die Hälfte der Zwiebeln brauche ich für diesen Soßenansatz. Und die Hälfte kommt hier ins Fleisch. Diesen Fond füge ich nachher zu diesem Soßenansatz hinzu, wie auch das Tomatenmark. Rotwein, gucken wir mal, wie viel wir brauchen. Und hier ist Butterschmalz zum Anbraten. Und jetzt legen wir los. Jetzt machen wir kurz den Ansatz für unsere Soße. Ganz grob zusammengehackt unsere Karotten, Sellerie. Ich kann euch nur sagen, meine Großeltern lebten in der Nähe von Schwarmstedt auf dem Land. Die hatten eine Baumschule und mein Großvater war Jäger, der war auch Förster des Waldes dort, des adeligen Herrn Grafen, der da regierte. Und mein Großvater brachte natürlich sehr viel Wild mit nach Hause. Meine Großmutter, die sehr beleibt war und gern gegessen hat, kochte aber ebenso gut. Und die hat mir ein altes Kochbuch hinterlassen mit den tollsten Soßen zu Wildschwein, Reh, Hase, alles, Fasanen. Das ist schon fantastisch. Aber so aufwendig kocht kein Mensch mehr heutzutage. Das war richtig aufwendig. Und leider Gottes machen wir es uns jetzt auch leicht. Schäle ich auch gar nicht diesen Sellerie. Wie auch den Ingwer schäle ich auch nicht. Ich wüsste nicht warum. Der Knoblauch wird einfach nur einmal in der Mitte durchgeschnitten. So, so, jetzt unsere 3 Chilischoten. Die lasse ich auch im Stück. Das mit den Kräutern mache ich nachher. Jetzt nehmen wir noch 3 Zwiebeln. Ein Brett hier drauf zu schneiden macht Aua auf Marmor. Das machen wir nicht. Jetzt die Zwiebel kurz zusammenhacken. Das wird nachher alles durchpüriert und auch noch mal durch ein Spitzsieb gestrichen. Also ihr müsst euch mit dem Schneiden hier, ob klein ob groß, gar keine Mühe geben. Also ich muss jetzt noch mal etwas sagen, wo ich vielleicht Ärger für kriege, aber ich sage es trotzdem. Das Hirschfleisch habe ich schon geschnitten gekauft, das werden wir aber gleich noch mal bearbeiten. Und es gibt ja Rehgulasch, Hirschgulasch und so weiter. Und es gibt Wildgulasch, was ich zuerst nehmen wollte. Und dann habe ich mal gelesen, was da drin ist. Und dann wollte ich es nicht mehr. Känguru, Strauß, diese Dinge, Fleischsorten waren da drin. Und ich muss ehrlich sagen, möchte ich nicht. Da bin ich wahrscheinlich sturzaltmodisch, aber ich möchte es nicht. Ich möchte keinen Strauß essen und auch keinen Känguru. So, jetzt sind wir gleich soweit. Dann werden wir das in Öl anbraten, mit etwas Wasser aufgießen und dann sehr lange köcheln lassen. Jetzt sind wir am Herd und jetzt geht es los. Ich habe Tränen in den Augen von den Zwiebeln. Mein Sohn sagt, ich soll den Stiel, die Wurzel nicht abschneiden. Von der Zwiebel, wir müssen nachher nochmal Zwiebel schneiden, da werden wir das mal ausprobieren. Seht ihr, alles hinein. Sellerie. So, und sogar die Petersilie hinterher. Das schmoren wir jetzt an. Dauert ein bisschen. So, das riecht köstlich. Köstlich, köstlich.
Eigentlich könnte man da eine herrliche Gemüsesuppe draus machen. So wie das aussieht. Seht ihr, wie das zusammengefallen ist? Geschrumpft. Das gieße ich jetzt mit Wasser auf. Und dann nehme ich den Deckel, wenn ich dann wüsste, wo er ist. Und das köchelt jetzt erstmal hier. Nö, wir haben es vergessen. Salz. Das köchelt jetzt vor sich hin. Jetzt widmen wir uns dem Fleisch. Das mache ich jetzt nur, um die Wette zu gewinnen, dass ich trotzdem heule, wenn ich diese Zwiebel schneide. Mein Sohn sagt nein. Er hat häufig auch mal recht. Kann sein, dass ich verliere. Diese Zwiebel schneide ich jetzt. Die kommen in den Topf, wo wir dann das Fleisch drin schmoren. Finde ich jetzt ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt. So. So, ich schneide das nicht fein, sondern ich habe das nur so eingeschnitten, weil ich möchte, dass das etwas gröber ist zwischen dem Fleisch. Ihr könnt auch Ringe schneiden. Das geht auch. Noch heule ich nicht. Also ich schneide das ein und nicht in kleine Würfelchen. Leute, ich ahne was Böses. Ich heule noch nicht. Mist, wenn er gewinnt. Das kostet mich eine Flasche Champagner. Man sollte nie mit seinen Kindern wetten, man sollte einfach nur auf seiner Meinung bestehen und damit Recht haben als Eltern. Jetzt setze ich die Zwiebeln an, die aber im Stück bleiben. Dieser Soßenansatz wird ja püriert. Dieses hier bleibt, da kommt nachher das angebratene Fleisch rein. Es bleibt in dem Hirschgulasch. Da gieße ich jetzt ein klein bisschen Wasser dran. Das Fleisch, das habe ich ja geschnitten gekauft. Und dann habe ich es ausgepackt und habe es gewaschen. In anderen Worten, es ist feucht. Und das ist, was ich nicht möchte. Also, ich habe es eine ziemlich lange Zeit im Sieb gehabt, schon in so einem Spaghetti-Sieb. Und da ist eigentlich schon alles abgetropft. Aber ich will trotzdem noch mal ein bisschen drauf rumtrocknen. Denn je trockener das ist, desto besser lässt es sich anbraten. So feuchtes Fleisch in die Pfanne ist nicht so ganz so toll. Aber wie ich immer sage, ihr müsst keine Wissenschaft draus machen. So, jetzt werden wir dieses Fleisch aber nochmal, das ist jetzt ein bisschen mühsam, aber das müsst ihr machen, nochmal jedes Stück in die Hand nehmen und kleiner schneiden. Und dann zeige ich euch was, was euch erstaunen wird. So, ich habe hier nur ein kleines Arbeitsbrett, weil ein größeres braucht man nicht. Das sind so, guckt, das sind so Stücke, so ein bisschen, ich würde mal sagen, unordentlich, ne? Da ist doch keine Linie drin, oder? Jetzt bringen wir da mal Linie rein. So, das ist so ungefähr unser Maß. Da ist das okay. Das ist okay. So. Das ist okay. So, und jetzt zeige ich euch, was ihr dran lassen könnt.
Hier seht ihr diese Silberhaut. Die hätte ich jetzt normalerweise, das ist mir nämlich passiert, da habe ich stundenlang daran rumgeschnitten. Das würde ich jetzt normalerweise wegmachen. Quatsch mit Soße. Das wird alles butterweich, wenn ihr das kocht. Hier seht ihr den nächsten Fall. Hier ist eine Sehne drin und Fett. Nicht wegmachen. Zerkocht alles, wird butterweich. Ich, Idiot, habe das alles rausgeschnitten. Und das ist lange her, seitdem weiß ich, seht ihr, alles kann man hier zusammenschneiden. Es kocht lange, es kocht 3 Stunden unter Umständen. Seht ihr das hier? Lassen. Hier, ein bisschen Fett. Lassen. Ein bisschen eine Linie haben. Das dauert jetzt so ein bisschen, da muss man Geduld haben. So, Fleisch haben wir jetzt geschnitten. Fleisch haben wir geschnitten. Jetzt hacke ich mal hier eben meine Kräuter, denn das muss ich jetzt langsam alles zusammenfügen. Ich muss auch gleich mal hier das in die kleine Gewürzmühle. Malen wir unsere harten Dinge hier. Wird sehr laut. Fertig. Das ist übrigens eigentlich eine Kaffeemühle, seht ihr ja. Ne? Wir werden jetzt in Butterschmalz das Fleisch anbraten. Und so, dieses hier ist, glaube ich, auch gleich fertig. Sobald wir das Fleisch angebraten haben, werden wir das hier pürieren. So, ihr Lieben, wenn ihr das Fleisch da reingetan habt, nicht gleich anfangen zu wenden, sondern es muss unten am Boden der Pfanne schon richtig ein bisschen anbraten, dann erst wenden, dann erst. Ihr seht, hier ist ziemlich viel Flüssigkeit dazwischen, zwischen den Fleischstücken. Ist leider so, gefällt mir, also mag ich nicht so gerne, aber man muss es verdampfen lassen erstmal. Das muss erstmal sich verflüchtigen. Also Geduld. So, damit das hier ein bisschen Tempo kriegt, habe ich jetzt eine zweite Pfanne aufgesetzt. Die Zwiebeln für das Fleisch sind eh durch. Das für die Soße kann noch ein bisschen köcheln. Dieses dauert eben seine Zeit. Und jetzt machen wir einfach hier eine zweite Pfanne. Merkt ihr, wie die Flüssigkeit jetzt weggeht? Und jetzt fängt es nämlich an, schön anzubraten, Röstaromen zu entwickeln, so ist es richtig. Ich mache das jetzt für euch mal hier, damit ihr das sehen könnt. So, es geht weiter. Jetzt schieben wir das hier nochmal schnell rüber. Und jetzt pürieren wir unser Gemüse und fangen an, die Soße hier aufzubauen. So nennt man das. Aber ehe ich aufbaue, will ich mich nicht verbrennen. Jetzt pürieren wir das. Merkt ihr, wie das schon so musig ist? Also so, ich koche ja nicht gern Soßen mit Mehl. Das ersetzt hier auch meine Dicke.
So, das ist ein Spitzsieb, so nennt man das. Da muss nur der Topf hoch genug sein, damit man das so reinhängen kann. Da kommt jetzt unsere Masse rein. Und dann wird das sozusagen durchgeklopft. So nenne ich es mal. Und so ist es buchstäblich auch. Und zwar nimmt man einen Löffel, macht so. Und dann fließt das da unten wie verrückt. Wesentlich mehr, als wenn ich da jetzt drin rumrühren würde. Das mache ich zwar zum Schluss, aber dieses sanfte draufhauen. Ich hatte neulich jemanden, einen jungen Mann, den sollte ich Kochen beibringen, habe ich auch gemacht. Und habe ich gesagt, da musst du sanfter draufklopfen. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Sanft draufklopfen. Hier, da kommt es wieder. Wie wenn du jemandem Schläge auf den Hinterkopf gibst, funktioniert das Gehirn auch viel besser. So, das ist ein bisschen mühsam, aber lasst euch nicht dazu hinreißen, jetzt einfach einen Beutel mit getrockneten Soßenkräutern zu kaufen und im Wasser aufquellen zu lassen. Ich finde das nicht so schön. Dies ist viel schöner. Nehmen wir eine kleine Kelle, um noch das Beste rauszuholen. So, guck mal. Guck mal, das ist, was jetzt übergeblieben ist. Das können wir gerne mit gutem Gewissen in den Müll schmeißen. So, jetzt nehme ich 1,2 Liter Wildkorn, den ich nicht selber angesetzt habe. Meine Großmutter hätte das getan, wie ihr wisst. Dann kommen auch noch die Zwiebeln aus dem anderen Topf dazu. So. Dann kommen jetzt 3 Esslöffel Tomatenmark dazu. Das ist wichtig. Und unsere herrlichen Gewürze. So, das lasse ich jetzt einmal aufkochen und dann kommt das Fleisch rein und dann Deckel drauf und dann immer wieder das Schöne probieren. Und es könnte sogar sein, dass ich noch einen kleinen Cognac hinterher schieße. Oder eher trockenen Sherry. Ich würde sagen trockenen Sherry. Ja. Können wir uns jetzt eigentlich auch mal genehmigen, trockenen Sherry, ne? Während wir hier so vor uns hinkochen. So, jetzt guckt mal bitte die Farbe an. Kommt mal etwas näher. Guckt euch mal die Farbe an. Die ist doch schon nicht schlecht. Und ganz zum Schluss kommt etwas rein, was ihr nicht vermutet. Das verrate ich euch jetzt aber noch nicht. Ihr müsst leider bis zum Schluss zugucken. Ihr Lieben, es geht weiter. Also dies ist kein Schnellgericht, das habt ihr schon gemerkt. Ne? Das dauert schon so seine Zeit. Guckt euch jetzt bitte mal die Farbe an. Wir haben hier nichts künstlich gemacht in irgendeiner Form. Es ist schon eine wunderbare Farbe. Und vor allen Dingen hier riecht es, hier duftet es sozusagen göttlich. Man möchte da schon mal rein. Jetzt nehme ich das Fleisch. Und da ist ja auch der Rotwein drin. Das macht die Soße noch mal ein bisschen dunkler. Und hier so ein bisschen beherzt. Kommt vom Herzen. Hier rein. Merkt ihr, die Soße wird noch ein bisschen dunkler. Jetzt hat sie übrigens die perfekte Farbe. Seht ihr das? Glänzt. Hat das richtig schöne dunkelbraun. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt machen wir den Deckel drauf. Und vergessen es erstmal.
Das köchelt jetzt noch mal eine Stunde vor sich hin. Und dann fangen wir an, die Feinheiten zu machen. Da kommt meine Überraschungssache rein. Und dann kommt kurz vorher, so nach einer halben Stunde, so noch mal Rotwein rein. Aber ich werde trotzdem neugierig, wie ich natürlich bin, mal, obwohl sich das jetzt noch gar nicht vermischt haben kann, von den Gewürzen her. Eigentlich könnte man sagen, fertig, wenn das Fleisch noch nicht, ist leider noch nicht weich. Nein, und man schmeckt auch, dass sich die Gewürze noch nicht miteinander befreundet haben, nenne ich das immer. So, das lassen wir jetzt mal hier ganz schön stehen. Das muss leise auf einer niedrigen Flamme vor sich hin köcheln. Nicht sprudeln, kochen, sondern köcheln. Bis gleich. Also das ist jetzt von meiner Großmutter, dieses Buch. Diese Schrift von meiner Großmutter. Honigkuchen, Fastnachtskrapfen. Und hin und wieder ist mal die Schrift meiner Mutter zu erkennen. Die hat dann irgendwas dazwischen geschrieben. Das ist eigentlich meine Großmutter. Ist das nicht herrlich, wenn ich es denn nur lesen könnte? Dann wäre es noch besser. So, ihr Lieben, jetzt kocht dieses 3,5 Stunden, köchelt sanft vor sich hin. Und jetzt ist es schön mürbe. Wildfleisch hat es genauso wie Rindfleisch an sich. Es wird plötzlich hart und dann wird es erst zart und weich. Jetzt kommt meine Endfassung. Und zwar habe ich hier von einer Bio-Orange die Zeste. Dann habe ich den Saft der Orangen genommen. Das waren 2 große Orangen. Und jetzt kommt das, was ich euch als letztes verrate. Das ist 70%ige Schokolade. Blub und blub. Und das ist köstlich. Das lassen wir jetzt noch mal schmelzen. Und den Zest lassen wir sich auch noch mal ausbreiten. Aromatisch, aromamäßig, so muss es heißen. Seht ihr die Farbe? Das ist eine jetzt geniale Farbe. Da ist nichts Künstliches dran. Ich habe auch nicht so irrsinnig viel Rotwein da dran. Und ich überlege, ob ich da noch ein Schüsschen Cognac reinmache. Ich glaube fast, das braucht es gar nicht. Muss ich mal eben probieren. Braucht es nicht. Braucht es nicht. Das ist so gehaltvoll und so würzig und so. Ich habe ja auch nur 1 Liter Rotwein da drin. Also das ist auch nicht über viel Rotwein. Das lebt sozusagen von sich selbst. Herrlich, bin begeistert. Ich richte jetzt gleich mal einen Teller her und dann haben wir unser Werk vollendet. So, ihr Lieben, das Werk ist beendet. 3,5 Stunden hat das geköchelt, dieses Hirschgulasch. Das dauert so ein bisschen und macht auch ein bisschen Arbeit, gebe ich zu, aber das Ergebnis ist wunderbar. Dieses hier könnt ihr 2 Tage mindestens oder 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Das ist so ein Gericht, was man, wenn es schön kühl ist und die Kühlkette nicht unterbrochen wird, was man nicht sofort aufessen muss. Hier ist es mit einem Kleckschen Sahne drauf. Dazu das wunderbare Brot von meiner Bäckerin Susanne, die all mein Brot backt. Und die Gäste können kommen, nur nicht jetzt, denn jetzt werde ich das nämlich mal essen. Jetzt werde ich das mal attackieren. Versuch das mal. Es lohnt sich richtig. Das ist was für Männerherzen. Also, bis zum nächsten Mal.